Schreck, Mann. Also so aus der Reichweite, ne? Ey, weil du natürlich daneben gehauen hast, ey. Okay, machen wir die Situation als erst. Jetzt ist bestimmt besser. Und auch alle Elfen dann, ne? Ja. Na, warte mal, $11 kann ich kontern, ne? Also ich kann ihn so volle Möhre da reinschicken. So, wieder hochgeheilt. So, wenn ich die erledige, schnell genug, dann schon mal okay. So, sie tut schon sofort hier klären. Wie ist er auf einmal so stark? So, jetzt gehe ich hier rein. Warte mal. Kannst du ihn erledigen? Kannst du sogar. Aber dann bist du tot im nächsten Zug. Mann. Wer ist nämlich hier reingegangen, ne? So, mach mal so, warte mal, du bist doch bestimmt auch so schaffen, ne? Mann, du bist echt langsam, weißt du das? Na gut, dann geh mit deiner Silberlanze da rein, triff den genau, mach den genau platt. Bonk. Dann kommst du jetzt zurück. Dann machen wir den kleinen Tanz für dich. Ich glaube, der kann ihn nicht doppeln. Genau. So, du machst 32. Verdammt! Das bringt ihn um. Außer wenn ich, nee, wenn ich hier hingehe, dann erreicht er ihn nicht. Nee? 1, 2, 3. Ja, perfekt. Ah, jetzt sogar geheilt, genau. So, war ich dort schon? Ja. Ist egal, er wird so oder so nicht gedoppelt. Amber ist ja von einem Abstauben gerade. Oh, Resistenz, sehr gut. So, wenn ich dich hier platziere, da kann er nur Chloe Dings erreichen. Ja. Okay, 32 Schaden. -9. Oh Gott. So, jetzt die Situation hier. Ich könnte natürlich ihn ja machen, ne? Genau, macht das alles. Vor drei Feldern ein relativ Feld, wenn durch ein Gelände aus Wasser verwandelt. Hm. Warte. Was bewegt? Ah. Emblem.
irgendwie, ich würde gerne mal zu den anderen switchen, um zu sehen. Schade, ich gegen den mache, aber ich kann nicht switchen zu denen. Also bitte kritten. Oh, sehr gut. Wenn ich mich darüber fühle, fühlt sich voll geschummelt an. So, okay, der war aber wichtig gerade. So. Wenn du auch kritten willst, dann wäre natürlich super jetzt. Aber glaube ich nicht. Oh, er wird dazu überleben. So. Dafür müsste er aber auch beide treffen. Das ist immer so eine Sache, ne? Er hat vorhin einmal daneben gehauen, von daher. Ja, muss das. Aber ist okay, er überlebt noch einen Angriff. Problem ist, Dings keinen Angriff überleben. Und ich muss da reingehen. So, aber mache ich jetzt gar nichts, ne? Weil er macht mich fertig. Du hast eine Resistenz von 15. Und da ist 27. Ich bin tot. Mann, gibt's da nicht. Das gibt's jetzt nicht mal. Nur weil Butcher und einmal daneben haut, ey, das gibt's nicht. So. Kann der eine vielleicht im nächsten Zug daneben hauen? Jetzt kommst du, ist klar. So. Fehlt mir noch. Ach. So, wann bewegst du dich, Kollege? Ich weiß doch, du kommst irgendwann auf mich los. Platzier dich mal hier hin. So, kannst du mal daneben hauen? Hat er gerade gemacht. Was dann einfach noch mal. Und da kommt Verstärkungsrum. Überlebst du zwei Magieangriffe? Nee, ne?
glaube, du überlebst nicht zwei Angriffe, ne? 17, da ist 15, doch, überlebst du. Alles klar, er darf jetzt, er wird sowieso nicht beide treffen. So, ich habe gesehen, wie ja gerade Leute gespawnt sind. Mach mal lieber so. Okay, cool. Machen wir so. Ich weiß, da kommen gleich welche. So, versuchen wir halt mal so. Ja, jetzt weicht es aus, ne? Was hat er da an, ne? Mann. So, oh, ich bin nicht vorbereitet. Na, oh, komm her. So, nein, da fehlt natürlich wieder noch ein. Dann boxe ich dich eben kaputt. Ah, das. So, wie sieht's denn jetzt aus? Hast du jetzt Bock hier mal zu treffen zweimal? Ja, sehr gut. So, daneben. Oh, sehr gut. So muss das sein. Verteidigung plus 3, nicht schlecht. So. Ach, guck mal, wer sich jetzt hier alles bewegt. Die bewegen sich jetzt alle. Ne? Nö. Was ist das? Ja, aber da verleiten wir jetzt von 1 für alle Verbündete. Ich check diese Fähigkeit nicht so. So, du musst erstmal geheilt werden, ja. Silberlanze 33. Du machst 38. Irgendwas sagt mir, dass wenn ich den Typen da in der Mitte erledige, dass dann alle auf mich zukommen. Haben sie extra hier platziert, ne, damit ich hier nicht reingehen kann und den abschießen kann. Wohl. Solange nicht oben irgendwelche Verstärkungssummen aus den Ecken kommen oder so, ist das eigentlich ziemlich cool hier noch. So, du musst jetzt, muss man ja gucken, ja. So, wenn ich von Nuller Band auf Soul Band wechsle, ne? Ein physischen Angriff führt sie zu welchen Schaden leicht 20% KP, 30% so viel Schaden. Okay, das ist nicht schlecht, ne? Aber ist jetzt gerade nicht wichtig, finde ich. Hab vielleicht gedacht, eins davon nötigt irgendwie Magie oder so, oder Schaden oder Heilung, keine Ahnung. So, dann einmal hier tanzen. Dann noch mal.
So, meine schon angekratzten Heilstäbe hier verbrauchen. Nein. Das ist eine Silberlanze. Da kannst du doch sicher tanken, ne? Ja, ich kann sie leider nirgendwo hin platzieren, oder sie von jemandem getroffen wird. Ey. Ich könnte ihn abschießen, ne? Aber ich weiß nicht, was das irgendwie für eine Reaktion auf die Leute haben wird. Wird dann bestimmt hart getriggert, ne? So. Ich meine, ich kann nicht hier packen, muss ich sagen. So, dich müssen wir noch anlocken. So, kannst du sie beide ungefähr tanken? Du machst 9 Schaden mal 2, das sind 18. Danach hat sie noch 17 AP. Das sind 33 Schaden, das sind 4. Ja klar, überlebt die das. Solange sie nicht gedoppelt wird. Solange sie nicht gedings wird hier. Gedingeskirchend. Ich kann doch mit dem Silberschwert da reingehen, ne? Da ist er schon wieder. Ach, guck mal. Teleport. Entschuldige, was? Oh, what? Ich habe noch nie gesehen, wie Tänzer in Fire Emblem gegnerische Tänzer irgendwie. Ich habe eigentlich noch nie gegnerische Tänzer gesehen, aber ich habe noch nie gesehen, wie ein Gegner Tänzer einsetzt. Was ist das denn, Mann? Okay, aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht, die würden sich danach noch mal bewegen, ne? Nachdem die ja teleportiert worden sind, weil die haben ja, die haben ja keinen Zug hier irgendwie gemacht, eigentlich. Okay, nehme ich natürlich, ne? Sich auf Namen nehmen. Okay, die Situation sieht ein bisschen gruselig aus, aber ich glaube, das ist eigentlich noch machbar, ja. Ich glaube, wir haben noch genug Leute hier, die sich da kümmern können. Hier ist zum Beispiel ein das sieht immer noch möglich aus, glaube ich. So, Entschuldige, tue ich dich mit meinen Dings hier erledigen? Ja. Seit Fire Emblem Three Houses, ne? Gauntlets. Das ist normalerweise nicht so eine übliche Waffe in Fire Emblem, ne? So, oh, und ich habe ihn genau da perfekt platziert, mit der, damit sie ihn nicht erledigen kann. So, jetzt brauche ich mir so Verstärkung, ja. Okay. Einfach doch Erika ja das Kampffeld fliegen. So, ich möchte ihn ja so schnell wie möglich da auf der Seite haben, ne? Geht der überhaupt hier? Ja. Ich möchte ihn so schnell wie möglich da einpacken. So. Ah. Er sahnt ja heute ganz schön ab. So. Warte. Nein. 1, 2, 3, 4.
Ich will ja so weit wie möglich, ne? Er könnte den Drachenritter da erledigen vielleicht. So, uff. Was für eine Waffe bekommt sie, wenn sie Meisteraxt? Ich will aber auch echt den maximalen Schaden mit der Silberlanze raus, ne? Ich mache die stärker, indem ich, je mehr Schritte ich gehe. Und die ist schon so übelst überpowert. Da krieg ich dich mit Vierfachschlag kaputt. Alter, wat? Was ist das für ein Schaden, Mann? So, krieg ich das überhaupt noch hin? Oh, guck mal hier. Ah. Muss ich natürlich wieder treffen hier. Wie sie ihn mit 91 auch noch trifft, ey. So. Warte mal, ihn kann ich mit dem Sonnenbogen erledigen. Ha. Ah, sehr gut. Unnötig, aber sehr gut. Ey, warte mal. Das habe ich jetzt erst gesehen. Hey, die haben verkackte Edelstein-Dinger. Ja, auf den Arm nehmen. Habe ich ja jetzt erst gesehen, Mann. Okay. Tut mir leid, aber dagegen können wir was machen, ne? Oh, ich kann gar nichts dagegen machen. Weißt du wieso? Weil selbst wenn ich jetzt hier ihn erledige, Nick, Quatsch. Nee, Quatsch. Warte. Ah, warte mal. Ich ihn jetzt ja machen, ne? Ha. Cool. Das bringt ihn nicht um. Ah, da ist egal, was ich mache. Wird hier nervig gleich. Ma. Hat er überhaupt angegriffen vorhin? Okay, ich hasse es. So, ich kann dich erledigen. So, mache ich jetzt auch. Frage, soll ich hier lieber wegrennen oder soll ich? Na, wir rechnen, dass der hier mit so was kommt, ey. Ich verstehe übrigens nicht den Tanz, ja. Und wer für die tanzen will. Nicht so, als würden die jetzt noch mal was machen. Okay. Oh, ich sehe, was hier los ist.
Die gehen auf die verdammten Dinger los, ey, anstatt auf mich an. Warte, ich gehe auf meine Doppelgänger losgehen. Ja, ist das, was jetzt hier passiert? Ne, ihr geht lieber auf meine Typen hier los. Meine Kristalle. Aber bloß vielleicht dazu lasse. Hey, warte mal, wenn ich Dings eingesetzt hätte. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, priorisieren die jetzt hier jemanden zu töten oder was hat jedes Mal herausfinden zumindest, ne? Sind wir das Rätselraten hier? Ich nicht ein Ding zu geben, der Krieger ist ja eigentlich los. Oh mein Gott, was ist dieser Trefferschutz? Deswegen haben die mich vorher auch nicht angegriffen, ne? Das bringt noch nicht mal was. Jetzt alle auf meine Dings hier losgehen, ey. Der überlebt mit einer AP, das gibt's nicht. Also bin ich mal gespannt, was passiert. So, nun, wen könnt ihr denn alles losgehen? Auf alle. Ich Glück habe, überleben hat sogar noch. Jetzt nicht so. Okay, dann sag mal ja. Oh, der passiert. Ja, war mal gespannt. Das teleportiert ihn darüber. Und jetzt kommt er gleich teleportiert bei Lab. Ne? Okay, aber niemand anders erreicht ihn. Da wird überleben dann sogar noch. Ja. Irgendwie haben wir halt überlebt. Ist klar, Mann. Sind immer noch zu viele Gegner hier, Mann. Okay. Ja, das setzt natürlich wieder voraus, dass ich treffe, ne? So, er ist noch relativ weit entfernt. Ja, auch. Hallo?
Okay. Was habt ihr? Nix, nix. Warte. Ach, du hast den Meisterbogen, genau. Warte, was? Kein Ding. So, Alter, warum ist dieser... Der hält so viel aus, ne? Und ich treffe doch jetzt sowieso nicht hier mit. Pass mal auf, hier. Okay, ich habe getroffen. Natürlich hier perfekt fest. Nein, ich habe nicht mein Dings dabei, mein Wurmtöter. Oh, kannst du bitte treffen? Oder muss ich ja mit allen möglichen hier treffen? Egal, das ist trotzdem eine Menge Schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Nach wegen den Doppelgegangen. Oh. Ja, gut, was sind nicht? Was ich ja gerade funktioniert hat. So, das gibt uns noch ein paar weitere Optionen, ja. So, Butcheron, ehrlich mal, du brauchst mehr Treffer. So. Also. Kein Ding, finde ich jetzt. Was mit null Schaden, sehe ich doch sehr gerne. Und so, obwohl mal den ja, dann wechselt sie automatisch zur Axt, ne? Wenn sie angegriffen wird. Sollte sie jedenfalls. Ich habe mit live schon eine Weile her, seit ich live hatte. Okay. Nein. Na gut, dann machen wir den hier. Ich hab sie nochmal an. So. Und jetzt machst du ihn platt. Ja, cool. Ich glaube, wir sind so Figur, genau, als braucht sie mega wichtig gerade. Noch mehr Figur, jetzt kann sie ihre anderen Waffen hier einsetzen, ohne irgendwie darauf zu gehen. Okay.
Ich möchte mal kurz hier reingehen, weil mit ihr kann ich gerade sowieso nichts machen. Muss irgendjemand ja heilen, jemand, der es nötig hat, du zum Beispiel. Nur falls wir hier nicht schaffen, vielleicht überlebt er ja nur einen Angriff. Ich weiß es nicht. So. Ich hab, das reicht aber nicht so vom Schaden, ne? Alter. So, wenn ich ihn hier rein packe, ne? 43, da ist viel zu viel. Aber wenn ich ihn heile, ne? Okay, eine Sekunde, das schaffen wir da locker. Jetzt erstmal hier rein, mach ihn platt, ne? Ich bin abhängig vom Koopschlag, ehrlich. So, dann machen wir dich hier rein, ne? Jetzt kannst du ja eigentlich nur noch auf die Leute hier losgehen, die jetzt hier um dich herum sind, ne? Und von dem wirst du keinen erledigen, sag ich dir jetzt schon mal. Geschicklichkeit, ja. Ja, ich habe nur noch die beiden. So, dann muss ich mit dir aber hier die Lanze erstmal auswechseln, weil sonst wirst du gedoppelt. Das kannst du auch. Da wird so oder so gedoppelt, ne? Oh ja. Das sind 23. Natürlich ist das genau. Sind ja so schnell, waren. Und warum ist er so langsam? Warte mal, da steht doch Geschicklichkeit 16. Nach Gewicht. So, dann werfe ich mit der Axt ab. Perfekt. Jetzt kann ich mit meinem Hauptcharakter angreifen. So, und er ist da gefangen. Und dann kriege ich dich noch eine Stufe runter. So. So, du dürftest jetzt eigentlich niemanden erlegen können. Okay. Warum? Ja, wenn er jetzt nicht irgendwo hingeht und jemanden tötet, ist alles okay. Ach, der ignoriert hat vollkommen. Geht sofort zum Links los. Oh, nee. Okay, da muss Fogado jetzt hin. So, bei Lev ist da schon mal. Das ist okay. Wir greifen hier weiter an. Dann sehen wir mal, wie einfach bei Lev das hier manchmal gemacht hat, ne? Mit seinen, oh, guck mal hier. Nein, du greifst das nicht an. Gerade über die halbe Karte, ja, um ihn aufzuhalten. So, der jetzt erreicht. Nee, 4. Schade. Noch mehr Stärke. Alter.
Ah, was mit dir, Kollege? So, ist ja eigentlich nur noch er jetzt übrig, ne? Wenn ich mich von ihm fernhalte, ich weiß auch genau wie. So, erst einmal, ich will darauf hoffen, dass du natürlich besser. Oh mein Gott, jetzt mich auf den Arm nehmen. Boah. Kann er nur so oft daneben hauen, Mann. Hold my beer. Das gibt's jetzt nicht, Mann. Kollege. Ey. Kann man nur so oft daneben, oder? Gibt's jetzt einfach nicht. Na komm her, ich lade hier meine Doppelgänger wieder auf. Da, entschuldige, was? 95%? Lass mich auf den Arm nehmen? Hör auf damit. Stirb. Gibt's halt nicht, ey. Ist mit 95% ausgewichen. Das ist eine 5%ige Chance auszuweichen, ey. Mit der Krise hier gerade. Boah. Kann ich irgendjemand hier erledigen? Frage ist, wird bei Lev jetzt auf die Dinger losgehen oder nicht? Ich meine, er wird auf die Dinger losgehen, ne? Ja, ich bin voll nervig gerade. Aber irgendwie habe ich vergessen, hat er verstanden hat. So, alle kleinen Viecher hier erledigt. Irgendwer fehlt noch. Oh. Ich brauche Idia, ne? Hey, warte mal, ist der überhaupt, der hatte doch Anker, ne? Aber hat nicht Einfluss auf Dings, ne? Hat nicht darauf einen Einfluss, ne? Also alles was ich jetzt machen muss, ist ihn mit dem Bogen abschießen, Langbogen, ihn wieder da festzunageln. Er geht darum, ist klar. Wo denkst du hinzugehen? Wo kommst du her? So, nein, warum ist das zu wenig? Komm her, du Stück. Was ist das für eine Kameraperspektive? Oh, ein AP. Ja, natürlich, da kommen jetzt nicht noch einige Leute, ne? Wäre voll nervig gerade. Das ist eigentlich noch jeder am Leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Okay. So, jetzt kommt er hier, ne? Und er hier könnte nervig werden. Ich
Ich sehe gerade, er hat zwei Kristalle. Müssen wir auf den Arm nehmen. So, hahaha, ich muss ihn treffen. Er hat 65%. Okay. So. Ja, furchtbare Aura, habe ich ganz vergessen. Diese Kombination an Angriffen, ne? Alter, wie tanky bist du? Ich habe nur 5% Chance. Ich habe nur eine 5% Chance, meine ich. Okay, ich kann aber bestimmt mit dir hier reinhauen, ne? So, ich muss ihn eigentlich nur die ganze Zeit treffen. Kein Ding. Oh. Okay, wow. Mal den hier. So, dann machen wir, lass mich mal kurz gucken. Okay. Lass mich den hier versuchen mal. Großer Ether. Das wäre nicht schlecht. Okay. Er sagt, ich liebe euch alle. Oh. Hey Mieta, das hat er euren Dings immer gesagt. Wie aus ist. So. So, jetzt kommen wir hier. Bonk. Warte mal, warum hat er nicht Dings angegriffen? Warte mal, warum hat er ihn nicht angegriffen? Ist auf zwei Reichweite. Ah, weil er auf die Kristalle losgeht? Priorisiert er echt die Kristalle vor mir? Wäre ich ja nicht ernst genommen, oder was? Ja, schon statt dann an. Tisch. Ember. Bester. Ah. Muss ich mal treffen, ne? Nur so nebenbei. Danke. Oh Gott. Ich kann maximal 4×5, 20, ist gar nicht so viel. Aber... Ja. Musst du ja einiges überleben. Sie hat doch jetzt gerade eine Menge Dings bekommen. Nö. Weiß mal auf Nummer sicher, würde ich sagen, ne? Haben wir den ja. Keine Sorge, Emma ist auf dem Weg. Der hilft uns hier auch noch aus. Ich würde das dann abziehen. Oh, eine Menge sehe ich gerade.
Das wäre ein garantierter Treffer, aber dann muss ich natürlich gucken, ob sie überlebt, ne? Er wird schon überleben, ne? Der zweimal an 27, aber er macht nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht. Ich jetzt hier reingehen, ey. Ja, AP Balken hier nicht. War eine gute Idee, ich weiß es nicht. Ich kann es auch mal gerade angreifen. Ich treffe mit hier nichts. Er trifft damit nichts, er ist halt blöd. Was ist hier eigentlich? Da, ja, ich habe auf ihn geschossen. Damit habe ich aber doppelt, ja. Außer er bleibt natürlich da stehen, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht greift er mich ja gar nicht an. Habe ich ja gerade nicht angegriffen, ne? Also guck mal. So, getroffen. Ah. Okay. Oh, ich glaube, ich konnte den in dem Zug schon erledigen. Habe ich noch alles? Ich habe ihn, ja. Na, komm mal her. Die dunkle und die helle Seite der Macht. Das ist nicht sein Name, Billet ausgesprochen. So. Für meinen nächsten Track. Ich hoffe, er war genug. Aber eigentlich bei mit Lucina, ja, wir haben alle Dinger beschützt, ne? Jeder ist noch am Leben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Charaktere hatte ich, ne? Alle haben mindestens ein Level erreicht. Gehen wir da rein und machen den fertig. Ja. Ich bin der bessere OC. Ich bin ein viel besserer Ma-Unit als du. Alter, hat er ihn gerade Ratschlag? Was zum... Ich bin schon Level 9, ne? Ja, mal da. Etwas stärker geworden. Okay, cool. Vorrangige Leistung. Du hast erstaunlich viele Kristallbeschützer kennen. Du hältst einen Talisman und ein Elixier vom Pilot. Was alles?
Ja, weil ich so viel, ich habe alle beschätzt. Jetzt mir irgendwie so 20 Meistersiegel dafür geben müssen eigentlich. Oder 20 Stat-Ups. Ich und niemand anders. Ihr habt uns so viele Erfahrungspunkte gegeben mit eurer passiven Fähigkeit. Wurde überhaupt irgendwie erklärt? Der Typ war ja ein Söldner und dann hat irgendwie die Fire Emblem Päpstin von Fire Emblem Three Houses ihn in seine Akademie gepackt, damit er einfach einige Jugendliche und junge Erwachsene hier für den Krieg vorbereitet. Warum ist denn auf einmal so ein guter Lehrer? Habe ich noch nie verstanden. Okay, das war relativ chillig, ehrlich gesagt. War chilliger, als ich gedacht hätte. Die Level hatte riesiges Potenzial, nervig zu sein. Aber ich fand es jetzt nicht so schwierig. So, cool. Ja, bin ich zufrieden mit, ne? Oh, schön. Weiß ich nicht. Nach den ganzen anderen Nebenquests, die ich in letzter Zeit gespielt habe, war ich ein bisschen nervös. Aber war ja kein Problem. So, cool. Hier? Das ist eine Ruine. Das heißt, das sind ja gute Voraussetzungen für Sigurds Nebenquest, welche auch Level 5 erfahren vorgegeben hat. So, sie war übrigens überraschend gut. Sie, Amber, aber Amber mit der Silberlanze, das war ja die Lanze von Louis, ne? Die Lanze, die 5 Tonnen wiegt, aber voll viel Schaden macht. Die in Kombination hier mit diesen, ja, je weiter ich reite, desto mehr Schaden mache ich. Das ist ja absolut Killer-Kombi. Ich habe noch, glaube ich, von jemand anderen eine Waffe irgendwie hier einen Effekt reingepackt, einen neuen Effekt, aber ich weiß nicht mehr wen oder was. Ich glaube, das war sogar Timeras Lanze. Ne? Ja, die Leichtlanze. Ich glaube, die hatte. Ich hatte, glaube ich, von nie. Bei wen habe ich noch mal bekommen? Live? Ne? Ich weiß, ich glaube, von Sigurd habe ich irgendwie den Waffeneffekt irgendwo drin gehabt, aber von Live hatte ich nicht. Ich glaube, Lives Effekt habe ich in Timeras Leichtlanze gegeben. Ich habe halt mehr, weil nicht Crit, mehr Ausweichen und zugegeben. Also ja. Aber die Leichtlanze ist immer noch vollkommen schwach, ne? Aber hat schwerer, das kann sie ja nicht tragen. Ne? Sie hat ja irgendwie nur eine Figur von 5 oder so. Das ist genau wie mein Hauptcharakter. Er hat auch nur so eine Figur von 5. Der kann auch keine schweren Waffen tragen. Aber Schwerter, er benutzt ja Schwerter und Schriftrollen, die sind nicht so schwierig. Lanzen können schon etwas schwieriger sein. Von daher, wenn du da nicht eine gute Figur hast, dann ja, kannst du ja nichts machen. Das ist wie wenn ein Axtkämpfer mit 5 Figur hast, das wird nicht funktionieren. Meine Äxte wiegen immer eine Tonne. Von daher, da muss ich mal was ändern. Sie hat ja gerade Figur gelevelt, das ist ja schon mal gut, ne? Und Live scheint allgemein auch irgendwie viel Figur zu geben, hat man gerade gesehen, ne?
Ja, irgendwie hat sie nicht so gescheint hier in diesem Kapitel. Aber kommt noch. Ja, für mich waren die MVP. Wer war gerade MVP? Ich habe gar nicht, habe schon wieder vergessen. Ne? Aber Ember und hier Chloe waren die MVPs meiner Meinung nach. Ich merke gerade, hier sind nicht alle Charaktere vorhanden. Ich dachte mal, alle Charaktere sind hier. Im Somniel ist halt auch so, da läuft auch nicht jeder Charakter richtig gegen. Ne? Da ist auch irgendwie so ein Limit an Charakteren, die da rumlaufen können. Ne? Hier fehlt zum Beispiel, keine Ahnung, Alfred, Anna, Etty. Also hier fehlen noch einige Charaktere. Hortensia. Ah, das finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte mich so da gefreut, wenn alle Charaktere, die ich habe, im Laufe des Spiels da im Somniel rumlaufen würden. Aber ne, da werden immer, weiß nicht, ein paar irgendwie nicht gespawnt. Einfach nur so. Ich nehme an, die Switch kann das nicht handeln. Weil ich hätte mich gefreut, wenn so nach und nach alle Charaktere, die ich freischalte, dann irgendwie da rumlaufen. Also jeder einzelne Charakter, ne? Ich weiß nicht, wie viele Charaktere ich noch bekomme in meiner Truppe. Falls überhaupt. Aber ich hätte mir echt gewünscht, wenn die alle dann rumlaufen würden und nicht irgendwie so aussortiert werden oder so. Ich finde die Somniel-Musik so gut. So, und wir haben hier ein paar Dinger. Hey, Sidal. Zeig mal. Mit was willst, über was willst du denn schnacken? Geisterkarten. Das heißt Herzerkarten. Was bedeutet Sadame? Also wird auch das Lied von hier JoJo's Bizarre Adventure genannt. Sonoshi no Sadame. Hey, warte mal, Chi bedeutet Blut. Das weiß ich jetzt. Sono bedeutet, glaube ich, this or that. Also Sonoshi no Sadame müsste ja irgendwie das Blut irgendwas sein, ne? Ich weiß nicht, was Sadame bedeutet, aber das blutige irgendwas oder das des Blutes irgendwie so was, ne? Glaub an das Herz der Karten. Wenn du nicht an das Herz der Karten glaubst, ne? Alle Augen müssen auf mich gerichtet sein. Ich muss mehr Kleidung ablegen. Der Typ sieht ein bisschen aus wie Kagura. Ja, nicht Kagura, Katsura. Von Gintama. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ne? Soraja, nein. Katsura da. War irgendwie so ein Running Gag, weiß ich nicht, in den ersten Folgen oder so. So ein bisschen was habe ich auch von Gintama gesehen. So, und ja, ich nehme an, ist hier da tanzt für alle, ne? Deswegen kriegt er die ganze Zeit Support und der hat Momente, glaube ich, ausgerüstet. Wenn du hörst im Hintergrund einfach nur so Yu-Gi-Oh! Musik. Also den japanischen Soundtrack natürlich. Ich kann nicht tanzen, während ich high
カードさんで占っているというわけさ。面白いことをしているのね。それで占いの結果はどうだったの？残念ながらこのお肉は食べない方がいいみたいだ。なら私がいただくわね。はあ、うんうんうんうん。手を出すの早。別に食べるのはいいんだけどさ。 Sie hat einfach ihren Mund ausgestreckt wie so eine Anaconda. Einfach verschlungen. So, okay, Sila hat mit jedem, der mit jedem hier Supportpunkte bekommen. これじゃ喋ろう。約束が違うじゃないですか、ミステラ王女。約束？俺の前では肉は焼かないって約束したのに、絶対に誘惑しないって言ってくれたのに、何ですかこれは。この溢れ出る肉汁と香ばしい匂いは。ああ、なんか思い出したかも。 体験維持のために食事制限してるから、目の前でお肉焼かないでって言ってたね。そうですよ。それなのにこんなに美味しそうなお肉を焼いて口いっぱい。満足いくまで胃に詰め込みたい。じゃあ一緒に食べる？カードさん、カードさん、今すぐ悪魔の誘惑に打ち勝つ方法を教えてくれ。 こっちは親切で誘ったのに、人を悪魔呼ばわりするなんて最悪だよ。もう食べないならどっか行って。行きますよ。どこか遠くまで。俺はこの試練に打ち勝ってみせます。月よ、星々よ、俺を守ってくれ。この肉の誘惑から。 Sehr cool. So, ich frage mich, über was das hier, über was die hier reden. Wie die einfach nur so, einfach nur so in der Eilposition da standen und darauf gewartet haben, bis der Support anfängt. 伝説の男は、どこだ、どこにいるんだ。その男は明るくて元気な美男子だし、まさか。offensichtlich。それは俺のことじゃ。でも残念ながらバカのようだ。俺じゃないな。その男はある動物と深いつながりがある。 これはアルパカか。アルパカ？俺だ。それ。じゃあ、あなたが伝説の男？多分な。でも、どういうことだ？一体何に選ばれたんだ？占いによると、どうやらあなたは近い将来救世主になるらしい。救世主？本当か？ Man fängt die Serie Amber Shippuden an. Alles klar. Wenn du was sagst. So, ich habe keine Dings hier freigestellt, aber viele Charaktere sind unglaublich nah dran, ja. Wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, wir tun mal einige Charaktere hier. Hochleveln, ne? Ach, in der Arena muss ich auch noch. So, ich meine, nur einer habe ich irgendwie so einen komischen grünen
so ein komisches grünes Licht. Oh. Stimmt, lass mich mal meinen Brunnen abchecken. Viel Geld, viel Geld, viel Geld, viel Geld, viel Geld, viel Geld. Küchleinstab, was? Entschuldige, was? Siehst du von der Stab, stellt gerade einen Verbündeten wieder her. Etwas besserer Heilstab. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Irgendwie kriege ich dadurch Graz Eid. Oh, nee, jetzt nicht. Ich meine, die waren jetzt nicht so übelst doll, aber wenn ich jetzt schon irgendwie einen Heilstab dadurch bekommen habe, indem ich eine Ration da reingepackt habe, dann will ich gar nicht wissen, was ich noch bekomme. Wenn ich da wirklich wertvolle Sachen reinpacke. So, ich muss so oder so zur Arena, ne? So. Irgendwie mit dem neuesten Update kann man, glaube ich, auch irgendwie... Ich glaube, in der Arena kann man irgendwie jetzt Sachen vererben oder so. Also irgendwie eine Funktion hat man jetzt hier freigeschaltet. Ich weiß es nicht. So, tun wir mal die Leute, die ja schon auf Level 9 sind, hier weiter hochleveln. So, da. Stimmt, weil da war ziemlich doof, weil jedes Mal, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Charakter hochtrainiert habe, dann muss ich immer zur Ringkammer zurückgehen, um Fähigkeiten zu erben. Da muss ich immer hier von diesem Gebiet zu dem zu der Ringkammer mal zurückgehen. Und das war ziemlich nervig. Also bin ich ehrlich gesagt ziemlich gut, dass die hat genau das irgendwie da reingepackt haben. Jetzt hätten die irgendwie auf mich gehört. Also ich glaube, ich habe das nie im Stream, im Let's Play gesagt, aber er hat mich ehrlich gesagt schon lange gestört. So, wenn man schon so nah dran auf Level 5. Und dann kann ich nur zwei Level leveln, dann verschwende ich schon wieder Erfahrungspunkte, natürlich schon mal jetzt leveln. Keine Gnade. Warte hier. Du musst ein bisschen Zeit sparen, würde ich sagen. Ich war mal vielleicht ein bisschen Zeit hier. Nächstes Mal, wenn ich die Band Unterhaltung hier abspiele. Ich mag es, über Zukunft und Schicksal zu reden. Ich habe schon gesagt. Umeo Kaio. So, Chloe und Erika, ne? Windschwert, hey. Ist ein magisches Schwert? Weiter. Da macht gar keinen Unterschied, ob man gewinnt oder verliert. Also verstehe nicht, warum das überhaupt ein Kampf notwendig ist, aber hat sie nicht letztens auch schon F-Prime angemacht? Warst du verliebt? Mensch, ein magisches Schwert von dem Blab Erika. Oh, wenn sie hochgelevelt wird, ne? Wäre nicht schlecht. Für Chloe. So, wer war noch? Butchron, wie hast du ausgerüstet? Ike. Auch auf 9 packen. Er kann ja schon über Level 10 gehen. Und die Sache ist, ich kann immer nur
Wenn ich Level 10 im Kampf erreiche, dann kann ich nicht weiter hochleveln. Also die Banderfahrung. Von daher mache ich das lieber jetzt schon. Ich weiß noch, wie Ike alle fertig gemacht hat, ey. Nein, danke. Ich verschwende nicht meine Zeit mit langweiligen Zeugs. So, wer noch? Celine, hat die überhaupt niemand ausgerissen? Nee, ne? Also was? Sie hat auch drei. Sie kann auch aus drei Reichweite angreifen, von daher wird sie wahrscheinlich auch irgendwann mal Corin ausrüsten. Ich mache mir halt einfach nur hier, um irgendwie, weiß nicht, meine Notizarbeit hier ein bisschen zu verringern. Oh, nee, nee. Also, meine Charakter macht die ganzen Embleme jetzt fertig. すごい。セリーヌさんは紅茶が好きだと聞きました。私も紅茶が大好きなんです。お仲間ですね。はい、すごい。これ、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 これ
und noch mehr Schaden. So, ja, wollte schon sagen, wir sind ja sehr cool. Auch schon B-Rang.世の出身地は白の砂漠という場所じゃ。かげつ、いきなり何なの？アイビー様は世のことを得体が知れぬ存在だから嫌いと申した。だから世の得体を説明しようと思ったのじゃ。そうすれば世のことを好きになるかもしれないしの。嘘。一応理屈は通っているわね。世の得体さえ知れれば身分の差を飛び越え、アイビー様と友人になれるかもしれぬ。 これはためさぬわけにはいかん。ということじゃ。それで、続きじゃ。世は長男で、可愛い弟と妹がいるのじゃ。父は剣の名手。母は不思議な力を持つ巫女だな。世の予知能力は母譲りかもしれぬ。素晴らしい家族に恵まれた世じゃが、外の世界への憧れが強くてな。とうとうある日、置き手紙を残し、 故郷を飛び出て旅に出たというわけじゃ。ああ、これは失敗じゃったな。考えてみれば世の身の上話などアイビー様にとってはつまらぬものなのに、それに気づけず一方的に話してしまった。本当に申し訳ない、アイビー様。いいえ、そんなことないわ。むしろ嬉しかったの。花月はこんな私と友人になるために いろいろと考えてくれたのだと、ありがと、花月。これはもったいなきお言葉。それにね、花月、私あなたのこと嫌いじゃないわ。神々、ありがとうございます。苦手と嫌いは違うでしょう。それに今はもうそんなに苦手じゃないし。なんと、しからば 友人になれる日も近いな。そうかもしれないわね。Okay. Wann hat deine Zeit wird noch kommen? Tut mir jedes Mal so leid. Sobald wir mit Kaya, dann wirst du als Heiler verfrachtet. Gesprochen. Dann werden meine Heiler schon alle irgendwie voll hochgelevelt sein, ne? Wenn ich die ganze Zeit hin und her switch mit denen. So, dann sind wir ja fertig. Ich fand, das dauert heute gar nicht so lange, ne? Ich meine, immer noch so plus die 5 Minuten noch vorher, ne? Also 2 Stunden. Normalerweise bin ich immer so 3-4 Stunden hier am Sitzen. Na, es ist sehr erfrischend, dass ich mal 2 Stunden hier unter 3 Stunden hier rauskomme. Okay, cool. Würde ich sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge, ich würde sagen, machen wir dann auch noch hier die Quest von Sigurd, ne? Obwohl wir die schon, die haben wir erst vor kurzem freigestellt. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt etwas schwieriger sein wird oder so, keine Ahnung. Aber die ist auch noch Level 5. Von daher würde ich sagen, die versuchen wir dann auch noch, ne? Ringe brauche ich ja nicht. Ich habe keinen neuen Ring, keine neuen Dinger. Ich wollte noch mal nachgucken, wie jetzt Bylef aussieht, so von Effekten her, was der nur so lernen kann. So, Fundsache erwartet oder beendet die Einheit den Zug neben einen Verbündeten, kann sie ein Item finden und der Unterstützungslevel mit diesen Verbündeten erhöhen. Chance in Prozent gleich Glück. Das ist wie diese eine gefallene Funktion, ja, von Fire Emblem Three Houses, wo, wenn man online gespielt hat, dann sieht man irgendwo, dann habe ich alles abgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt gibt, ne? Aber im Fire Emblem Three Houses war es jedenfalls so, du hattest hier, na, wenn du online gespielt hast, dann hast du, wenn du eine Map gespielt hast, gesehen, wo Leute irgendwie am meisten verreckt sind. Also auf welchem Feld hier jemand verreckt ist. Wenn du dann da mit jemanden hingegangen bist von deinen Charakteren, dann hast du, weil nicht ein Item bekommen oder Erfahrungspunkte und weil nicht, das fand ich immer mal ein bisschen gecheatet. Plus 10 Glück. Plus 12. Also warte, ich glaube, ich bringe ihn mal auf Level 10.
keine Ahnung, das ist auch irgendwie eine Ringkammer, da will ich gar nicht rein. Nein. Da kommen wir irgendwie so ein bisschen so hart gecheatet vor. Nicht nur, dann weiß er zum Beispiel nicht nur irgendwie, ah, da kann irgendwie was passieren oder so, ne? Ja, ich sollte vielleicht nicht dahin gehen mit meinem Charakter, weil da ist jemand gestorben. Also irgendjemand anders da draußen ist da gestorben an dem Punkt, ne? Also vielleicht sollte ich da nicht reingehen. Das ist noch ein bisschen viel zu sehr Hilfestellung, finde ich. So, mal ja, merke auch gerade, das Level 9. Guck mal lieber hier Punkt reinballern. Alter. Wenn der Kampf doch gerade so abgelaufen wäre, ne? Oh nein, du musst zwei Kristalle haben und so viel Schaden machen. Ja, weil man deinen Namen nicht aussprechen konnte. Ich habe mich Daniro genannt. Niemand hat mich Daniro genannt. Ich hieß immer nur Sensei. Ja, aber das war's da war. For real, for real. Und ich würde sagen, ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Sigurds Nebenquest, ne? Gucken wir mal, ob wir die auch schaffen, ne? Also die letzte, die war jetzt nicht so schwierig. Gut, und dann bedanke ich mich bei jedem, der hier zugeschaut hat. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.